Moin Leute, 2010 gab es einen Nobelpreis für Physik zur Forschung über Graphen. In meinen Augen ist das eines der unglaublichsten Materialien unserer Zeit. Die Nutzung dieses Materials in PV-Modulen verspricht Wirkungsgrade von bis zu 60%. Und damit wären viele unserer Energieprobleme gelöst. Also was ist dran und wird das jemals kommen bzw. bezahlbar sein? Genau das werde ich euch heute zeigen und erklären. Ja, was ist Graphen überhaupt? Graphen ist eine 2D-Schicht, also eine zweidimensionale Schicht aus Kohlenstoffatomen. Ja? Hier könnt ihr das sehen. Mehrere davon aufgestapelt ergeben dann quasi wieder Graphit, also wenn man sich das denken würde. Praktisch kann man es ähnlich herstellen, zum Beispiel durch Abzug mit einem Klebstoff von beispielsweise Graphit. Das Interessante ist, dass bis zu der Entdeckung solche 2D-Anordnungen als thermodynamisch instabil und somit als sehr unwahrscheinlich bis unmöglich galten. Umso größer war die Verwunderung, als 2004 Graphen als 2D-Material von diesen beiden Wissenschaftlern und ihrem Team vorgestellt wurden. 2010 erhielten sie und ihr Team einen Nobelpreis für Groundbreaking Experiments Regarding the Two-Dimensional Material Graphene. Und wisst ihr, wie die beiden das anfangs hergestellt haben? Mit Klebeband tatsächlich. Ihr seht hier einen der ersten Graphentransistoren, den die beiden hergestellt haben. Das Graphen wurde dabei mit einem Klebeband von HOPG abgelöst. HOPG ist eine besonders reine Form des Graphits. Aber die reine Zweidimensionalität des Materials ist nicht die einzige unfassbare Eigenschaft. Ich habe heute Norio zu Gast und der wird euch etwas mehr zu den Eigenschaften erzählen. Also schieß los, Norio. Graphen ist dafür, dass es nur ein Flächeneinkristall ist, extrem steif und fest. Die Zugfestigkeit von 1,25 mal 10 hoch 11 Pa ist die höchste, die jemals gemessen wurde. Rein rechnerisch ist Graphen rund 125 mal so zugfest wie Stahl. Theoretisch würde ein Band für einen Weltraumlift, also einen Fahrstuhl bis in den Weltraum, mit Graphen problemlos umsetzbar sein. Ein Band bis zur geostationären Umlaufbahn. Wir sprechen hier von einer Gesamtlänge von 25.786 Kilometer. Würde nur zu 87,3% seiner Reißfestigkeit belastet werden. Stahl wäre hier schon doppelt und dreifach gerissen. Denn Graphen ist neben der Reißfestigkeit auch noch unglaublich leicht. Ein einziger Quadratkilometer Graphen würde ausgebreitet nur 757 Gramm wiegen. Eine Graphen-Hängematte von einem Quadratmeter könnte eine 4 Kilogramm schwere Katze tragen, würde allerdings nur so viel wiegen wie ein einzelnes Schnurrhaar. Nicht umsonst erforscht man daher das Potenzial von Graphen als Verstärkung in tragenden Bauteilen. Relevant ist Graphen also besonders in der Architektur. Doch neben diesen Eigenschaften ist Graphen zusätzlich auch ein sehr guter Leiter. Besonders im Bereich von Batterien, Halbleitern, Kondensatoren, aber auch im Bereich der Photovoltaik hat man sich riesengroße Fortschritte versprochen. In dieser Nature-Veröffentlichung wurde Graphen daraufhin untersucht, inwiefern es sich für Fotosensoren eignet, also für bildgebende Verfahren, zum Beispiel für Nachtsichtgeräte oder medizinische Fotosensoren und so weiter. Warum ist das überhaupt interessant? Das liegt daran, dass in konventionellen Halbleitern wie Silizium oder Gallium Arsenid entsteht für jedes absorbierte Photon, also ein Lichtteilchen, ein frei bewegliches Elektron. Allerdings wird nur ein Teil der Energie des Photons aufgenommen und der Rest als Wärme umgesetzt. Bei Graphen bestand die Hoffnung, dass für jedes einfallende Photon mehrere Elektronen freigesetzt werden könnten, was die Effizienz massiv erhöhen würde. Die Wissenschaftler konnten dieses Verhalten auch in einem sehr speziellen Versuch nachweisen. Diese Technik wäre ja letztlich auch für Photovoltaik interessant und könnte damit halt Wirkungsgrade von 50-60% erreichen. Und damit wäre es auch möglich, Photovoltaikzellen zu bauen, die nahezu alle Wellenlängen des Lichts umwandeln können. Heutige siliziumbasierte PV-Zellen wandeln nur rotes bzw. infrarotes Licht in elektrische Energie um. Das Ganze ist eine Mega-Sensation und praktisch ein Quantensprung in der Photovoltaik. Ja, oder doch nicht? 8 Monate später erschien nämlich eine Veröffentlichung der Technischen Universität München und die haben Graphen daraufhin untersucht, ob es geeignet ist, Terahertz-Laserstrahlung abzugeben. Also eigentlich eine ganz andere Forschung, aber Terahertz-Laserstrahlung ist tatsächlich wahnsinnig schwer zu erzeugen. Ja, zur Info, zum Beispiel die Sicherheitsscanner am Flughafen nutzen diese Art der Strahlung allerdings nicht als Laser. Diese Strahlung eignet sich im Falle des Lasers für Forschung an zum Beispiel Hochtemperatur-Supraleitern oder als Nichtlaser unter anderem zu medizinischen Untersuchungen oder zum Detektieren von Sprengstoffen. Ein großer Vorteil bei dieser Strahlung ist, dass diese Strahlung nicht ionisierend wirkt, also letztlich nicht krebserregend ist wie beispielsweise Röntgenstrahlung. Während dieser Untersuchung fiel praktisch als Nebenprodukt aber leider auch die Info ab,
Es werde nicht wie erhofft mehrere Elektronen pro Photon freigegeben und damit sind alle Hoffnungen auf effiziente Graphen-Solarmodule tatsächlich dahin gewesen, auf einen Schlag. Und ihr denkt jetzt, das ist eine neue Entdeckung, die ich euch hier gezeigt habe? Nee, weit gefehlt. Das Ganze fand schon im Jahre 2013 statt und ist eigentlich ein alter Hut. Damals wurde Graphen nämlich massiv gehypt, teils zu Recht und teils auch nicht, so wie in diesem Fall. Also es ist aber natürlich auch echte Forschung, du kennst ja das Ergebnis am Anfang nicht. Also es kann halt auch schiefgehende Forschung, so ist halt die Realität leider. Jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, wie ist der Stand heute? Und das werde ich euch jetzt beantworten. In diesen beiden Folgen, die oben verlinkt sind, habe ich Perovskit-Tandem-Solarzellen vorgestellt. Also ein Verbund von herkömmlichen siliziumbasierten Solarzellen und Perovskit-Solarzellen. Diese werden einfach übereinander geschichtet und können im Vergleich zu herkömmlichen siliziumbasierten Solarzellen, also die, die ihr normalerweise so überall bekommt, auch grün-blaues Licht in elektrische Energie umwandeln. Der theoretische Wirkungsgrad, also wie viel von dem eingestrahlten Licht kann ich letztlich in elektrische Energie umwandeln, ist bei Perovskit-Tandems bei ca. 45%. Reine SI-Zellen, also reine Siliziumzellen, liegen bei 29,4%. Betrachtet man noch Leiterverlust und Reflexion, dann liegt man eher bei 24% maximalem Wirkungsgrad und das ist auch momentaner Stand der Technik. Weiterhin ist das Schwachlichtverhalten um ein Vielfaches besser als bei herkömmlichen SI-basierten Solarzellen. Also besonders im Winter wäre das echt ein sehr, sehr interessanter Ansatz, der das Energieproblem wirklich lösen könnte oder zumindest verbessern könnte, also im Winter insbesondere. Das Problem ist aber leider dabei, dass Perovskite sind ganz schöne Mimosen und halten bisher echt nicht lange, ja. Von einer Haltbarkeit von 20 bis 30 Jahren, so wie es bei siliziumbasierten Solarzellen der Fall ist, ist man noch sehr weit entfernt. Der aktuelle Rekord für eine reine Perovskit-Solarzelle liegt momentan bei ca. 2,5 Jahren. Dieser wurde vom Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg aufgestellt, und zwar Ende 2021, und es wird sicherlich nicht der letzte gewesen sein, denn die Forschung in diesem Bereich laufen noch nicht sehr lange, aber dafür auf absoluten Hochtouren. Aber wie ihr beim Beispiel Graphen gesehen habt, nicht jede Forschung führt zum Erfolg. Also es muss nicht zwangsweise so sein, dass das irgendwann auch wirklich funktioniert. Vielleicht schaffen wir die 20, 30 Jahre damit einfach nie. Okay, inwiefern spielt aber jetzt Graphen hier eine Rolle? Und zwar gibt es hier zwei Entwicklungen, die wahnsinnig spannend sind. Erstens Silber in Photovoltaikmodulen. Ja, tatsächlich wird Silber in PV-Modulen verwendet, und zwar als elektrischer Leiter, um die Elektronen zu ihrem Bestimmungsort zu leiten. Denn Silber ist das am besten leitende Metall, das es gibt. Pro Solarzelle, also nicht pro Modul, sondern pro Solarzelle, die ihr auf den Modulen seht, werden grob 100 Milligramm Silber gebraucht. Und genau hier könnte man Graphen als extrem guten Leiter einsetzen, der wesentlich günstiger ist als Silber. Dadurch könnten Solarmodule in Zukunft noch erheblich günstiger werden, wenn es denn klappt. Ein zweiter Einsatzzweck ist für die erwähnten Tandem-Solarzellen. Verwendet man hier das transparente Graphen als Zwischenschicht, also zwischen Silizium und den Perovskiten, steigert sich der Wirkungsgrad und auch die Lebensdauer nochmal massiv. Leider existieren hier noch keine belastbaren Daten, die ich euch präsentieren könnte, oder ich habe zumindest keine gefunden. Und sobald mir etwas vorliegt, werde ich euch hier auch sofort darüber berichten. Aber ihr seht, Graphen hat sicherlich eine sehr, sehr große Zukunft in unserer Welt, aber es gibt und gab auch viele Rückschläge. Die Nutzung von Graphen wird auch im Bereich von Akkus erforscht und hier ist unter anderem besonders die große Oberfläche des Materials interessant, aber auch die relativ günstige Herstellung. Die australische Firma Graphene Manufacturing Group forscht an einem sehr vielversprechenden Graphen-Aluminium-Akku. Auf Norios Kanal beleuchten wir gemeinsam diese Technologie näher, also kann ich euch nur empfehlen, schaut vorbei, guckt euch das Video an, ich habe es hier verlinkt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst uns bitte ein Like und ein Abo da. Für euch kostenlos, für mich sehr wertvoll. Und ich möchte hier nochmal Jutta und Gideon grüßen. Vielen Dank für euren Support von Anfang an. Macht's gut, Leute. Ciao.